If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Hallo aus Bremerhaven, hier ist Teike von Stamping & More und heute habe ich eine Verpackung für euch, eine ganz einfache Verpackung. Und zwar habe ich diese Ostereier bekommen. Die Farbe ist richtig toll, die ist genau zwischen Minzmakrone und Bermuda Blau. Die sind von einem Markt, den unten stelle ich euch rein, wer das ist, in der Infobox. Und die wollte ich jetzt mal verpacken als Goodies. Und habe mir da diese Verpackung überlegt. Dies ist jetzt einmal Minzmakrone, was ich persönlich nicht so schön finde von den Farben her. Ich denke mal, Bermuda Blau passt besser. Hier passen 5 von den Eiern rein. Ich habe das mit Magnetverschluss gemacht. Und als Deko habe ich mit unserer Stanze aus der SAB Kleine Blume eine Deko drauf gemacht. Ich habe noch von dem Glitzerpapier, das es vor Jahren mal in der Celebration gab. Das ist Minzmakrone, das Bermuda Blau passt natürlich perfekt. Ihr könnt auch ganz normales Papier nehmen in den Farben und macht das dann mit dem Wing of Stella, beglittert das. Sieht genauso gut aus. So, das ist die jetzt in Bermuda Blau und die machen wir jetzt zusammen. Das ist also relativ schnell gemacht. Ich habe gearbeitet mit den Stempel Painted Poppies und zwar habe ich diesen Stempel daraus genommen. Den habe ich schon mal aufgezogen. Meine Bermuda Blau Stempelkissen. So, das packen wir mal eben beiseite, weil wir brauchen jetzt Papier. Und zwar Flüsterweiß. Ganz normalen Flüsterweißen Karton habe ich. Der hat die Maße 12 x 17. Da habt ihr so einiges übrig. Aber wie gesagt, das ist ganz einfach. 12 mal 17. So, das Schneidmesser weg. So, und zwar brauche ich jetzt, der untere Rand ist 4x4. Und zwar brauche ich den für die, damit ich weiß, wo ich die Blumen stempeln soll. Das ist für mich jetzt mal eben so eine Richtangabe. Die anderen Falzungen machen wir alle später. So, das ist jetzt das Papier. Das heißt, wir brauchen jetzt unser Stempelkissen Bermuda Blau und die Stempel. Ich habe die Stempel relativ gerade aufgezogen, logischerweise, weil ich möchte ja hier eine klare Linie haben. Jetzt kann es sein, dass mein Kopf mal ganz kurz in Bild kommt. Und zwar achte ich darauf, dass die Stempel, mal eben mal darüber, auf die Linien sind. Auf diese Linie. Da fangen bei mir die Stempel an. Ist ein Stück höher, aber das ist normal, weil die Stempel ja auch nicht ganz unten sind. So, und zwar stempeln wir zweimal ab. Denkt dran, rechts ist nachher der Rand 1 cm. Das heißt, ihr könnt hier so ein bisschen gucken. Das war's schon mit dem Stempeln. Das kann schon mal wieder weg. Das auch. So, jetzt brauchen wir den Wassertankpinsel, dass er nass ist, und malen die Blüten jetzt mal eben so ein bisschen aus. Dann übernimmt er die Stempelfarbe und malt die Blüten in der Farbe aus. Sieht sehr gut aus. Habe ich gestern schon gemacht. Durch Zufall habe ich gesehen, dass eine Kollegin aus Amerika von mir die gleiche Technik angewendet hat. Das war also wirklich Zufall. Da haben wir beide dieselbe Idee gehabt mit den Blüten. Und ich finde das eigentlich sehr schön, sehr einfach. Man kann die Blüten also in allen Farben stempeln. Und hat dann mit dem Wassertankpinsel noch so einen kleinen Effekt. Man braucht keine Farbe aufnehmen, weil die Farbe ist ja hier. Die ist noch nicht ganz trocken. Zeige ich euch gleich mal eben genauer, wenn ich das ausgemalt habe. Also diese Verpackung ist wirklich sehr schnell. Ist ein nettes kleines Goodie für Ostern. Und ja, wie gesagt, die Eier, die fand ich von den Farben her sehr schön. Die habe ich natürlich dann auch gleich mitgenommen. So weit ist Ostern ja nun noch nicht mehr hin. Und ja, ihr seht, ich habe es gleich fertig. Man sieht auch genau, welche man noch nicht hat. Weil wie gesagt, die anderen haben schon die Farbe übernommen.
Und dafür ist ein Wassertankpinsel perfekt. So, das war es eigentlich schon. Mein Deckel eben rauf machen. So, ich hoffe, das sieht man jetzt so ein bisschen, dass die Farbe in den Blüten übernommen ist. Das reicht auch eigentlich schon. So, dann wollen wir jetzt mal weiter falzen. Und zwar der rechte Rand hier ist für die Klebefläche. Die wird in 1 cm. So, und dann geht es von links weiter alle 4 cm. Das heißt, bei 4, bei 8 und bei 12. Und wenn ihr jetzt bei 16 falzen würdet, würdet ihr automatisch auch diese Falzung machen. So, dann nochmal eben oben von 4. Das ist der Verschluss für den Deckel. Und somit haben wir das jetzt. So, dann schneide ich unten mal eben den, das ist der Boden. Den schneiden wir jetzt mal eben rein. Leicht schräg, diese Ecke brauchen wir nicht. So, nehmen wir mal eben alle 4 schneiden. Wie gesagt, das ist eine kleine schnelle Verpackung. Man braucht auch nicht wahnsinnig viel Werkzeug dafür. Ich schneide das immer so ein bisschen schräg ab. Ja. Das war es dann schon. Das, was wir jetzt noch brauchen, und zwar brauchen wir noch mal eben, wir müssen noch mal eben stanzen. Zeige ich euch auch, wofür. Und zwar hier für das Loch. Da habe ich unsere, da sind sie, Stanzen genommen, lagenweise Kreise. Da habt ihr ja einmal die Wellenkreise und einmal die einfachen Kreise. Und zwar habe ich da diese beiden genommen. Der gehört hier rein, das ist der kleinste von dem. Und den. Die beiden passen genau, seht ihr auch ineinander. Dafür ist das super. Früher hat man Handstanzen genommen, aber die gibt es ja leider nicht mehr im Sortiment. So, und für den Verschluss, der ist hier ja auch, da habe ich aus den bestickte Rechtecke das kleinste da genommen. Das passt auch super. Ihr braucht ein Reststück von dem Bermuda Blau. Und irgendwo habe ich auch so einen kleinen Kreis gehabt. Da. Und zwar muss ich hier, das ist jetzt für mich, ja, das ist für mich jetzt hier die Quadrat, wo ich hier eben halt meine Ausstanzung mache. Und das mache ich, klebe ich sogar fest, weil das brauche ich nachher sowieso nicht mehr. Er will nicht. Warum will der jetzt nicht? Jetzt will er. So. Und zwar gucke ich so, dass das so ein bisschen mittig ist. Ja, so, dann ist das einfacher gleich aufzulegen für die Stanze. Wie ihr ausstanzt, wisst ihr. Meine Big Shot habe ich hier passend stehen. Ich stanze dann mal eben aus. So. Da ist das Loch. So, dann stanze ich gleich nochmal eben das Reststück aus. Und zwar, das passt hier genau rein. Ihr seht, das passt. Und das ist das Rechteck. Das will nicht so richtig. So, aufgelegt. So habe ich das jetzt aufgelegt. Und zwar, ihr seht, die Stanzen passen ineinander. Super rein, und bei der Gelegenheit kann ich den Verschluss auch gleich ausstanzen, dann ist das in einem Rutsch erledigt. Ihr hört das auch knacken, das heißt, es ist gestanzt. Kann ich euch zeigen. Ja, das kann wieder weg. Denn ich denke mal wirklich, wie die Big Shot aussieht und wie man da rausstanzt, das wisst ihr. So, das ist das, brauchen wir, und das brauchen wir. So, und da habt ihr jetzt gesehen, da habe ich ja diesen Innenkreis dafür übrig. Und den kann ich dann wieder für die nächste Schachtel dann nehmen zum Ausstanzen. So, den brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Und zwar kleben wir den jetzt aus. Sauber mit Flüssigkleber. Ganz fein. Den kann man so schön kleben.
schön schieben noch. Ja. So, jetzt brauchen wir ja, und zwar habe ich ja hier, das seht ihr auch, hier habe ich Folie drin, damit die Eier nicht rausfallen. Und zwar haben wir ja unsere Folie. Eben schauen, wo sie ist. Da ist, habe ich da jetzt drin. Ja. Und zwar hier ist unsere Folie. Das ist Klarsichtfolie. So, jetzt muss ich noch mal eben gucken, wo ich das Stück habe, was ich immer nehme. Das habe ich natürlich jetzt weggepackt. Und Folie lässt sich jetzt gut anschauen. Da ist sie. Ich habe das Stück, habe ich hier. Hier habe ich sie. Den packen wir mal eben beiseite. Den auch. Mal eben Platz schaffen. Und zwar 3,5 mal 3,5. Passt hier genau rein. Ihr habt ja hier auch die 3,5 Marke. Das ist für mich dann immer die Richtmarke. 3,5 mal 3,5. So, das ist das Stück, was reingemacht wird. Drehen wir mal eben um. Und zwar arbeite ich hier auch mit dem. Das hält ewig. Auch nur die vier Ecken mal eben so ein bisschen. Das reicht. So, ihr seht, das ist ein bisschen schief aufgeklebt, ausgestanzt, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das fällt hier jetzt wirklich nicht so auf. So, und jetzt falzen wir den Rest. Vorbereitet haben wir schon alles. Mein Falzbein. So, das heißt, jetzt kleben wir und ich klebe hier wieder mit. Dass ich den hier abkriege. So. So, ich drehe das immer einmal, mache ich immer einmal hin und her. Denn somit bin ich sicher, dass es auch wirklich schön mittig ist. So, das heißt, jetzt müssen wir hier diese umknicken. Und ich klebe eigentlich immer nur die letzte Lasche, bin ich ehrlich. Ja, so. Jetzt versuchen wir das so ein bisschen zu knicken, dass das auch ein bisschen mittig ist. Seht ihr? Durch das Knicken ist das gut. Ist ein bisschen schief, aber das ist nicht schlimm. So, der will auch noch nicht so. Den machen wir jetzt noch einen fest. Ja, passt. So, das heißt, wir müssen jetzt den Verschluss haben. Den Verschluss mache ich immer so ein bisschen um die Finger rum, dass der nicht so ganz so einknickt. Dann fällt das nicht so auf. So, passt. Und auch da nehmen wir wieder. In die Mitte. Passt. Ein bisschen andrücken. Ich sehe hier gerade, da liegt noch so ein Müll. Dann brauchen wir die Magnete. Ja. Und zwar ein paar. Hier mal eben aufkleben. Da die Folie abziehen. Das sind selbstklebende. Die könnt ihr jederzeit über mich beziehen, wenn ihr die haben möchtet. So, nochmal ein bisschen andrücken, dass das auch vernünftig klebt. Super, und jetzt brauchen wir unsere Eier. Und jetzt geht gleich noch die Deko. Ja, und zwar 5 Stück passen da rein. 1, 2, 3, 4. Einer fehlt noch. 5. In den Tüten sind, glaube ich, 20 Eier drin. Also passt super. Ja, sieht man. So, die Deko fehlt jetzt noch. Und zwar habe ich hier meine Box, wo ich die drin habe. Da hatte ich schon, ja, habe ich schon. Ich habe die schon ausgestanzt, weil ich schon Reste hier drin habe, und für Reste mache, habe ich mir angewöhnt, immer mal so ein paar Blümchen oder so zu stanzen, bevor ich die wegschmeiße. So, dann nehmen wir unseren
Fluttert. Und kleben die hier so ein bisschen auf. Natürlich loslassen. Ja. Das ist das Schöne an Stamping Up. Egal welche Jahre, wie alt das ist, es passt farblich immer alles zusammen. Seht ihr hier. So, jetzt kommt noch ein in der Mitte. Ganz ohne sieht das irgendwie ein bisschen doof aus. Jetzt haben wir hier einen, der so ein bisschen richtig schön glänzt. Ja. Und zwar hier. Wo ist er? Ach da. Den packen wir hier nochmal in die Mitte rein. So. Passt. Super. Fertig ist die Box. Ihr habt gesehen, das geht ratzfatz. Jetzt haben wir drei Stück fertig. Ja, wie gesagt, das ist meine Idee für heute. Ich hoffe, sie gefällt euch. Denkt dran, über einen Daumen hoch freue ich mich immer. Einen netten Kommentar dürft ihr auch gerne hinterlassen. Finde ich auch immer sehr schön. Und ich hoffe, ihr arbeitet die nach. Die Maße und das alles, was ihr braucht, benötigt, stelle ich natürlich unten in die Infobox. Die Maße findet ihr auf meinem Blog. Den Link dazu kommt auch unten rein. Und somit könnt ihr alle das weiter verarbeiten. Wie gesagt, wo ich die Ostereier her habe, das schreibe ich unten rein. So, und dann passt das. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind.